Willkommen zurück bei Star Citizen. Aktuell befinden wir uns im Anflug auf Crusader, sind aber immer noch in der 3.13.1, also noch nicht in der neuen Version, wo es hier eine Landezone gibt, auf diesem Gasriesen hier. Weil die noch nicht live gegangen ist und es gibt wahrscheinlich auch noch einige Probleme. Aktuell soll es ja eher eine Slideshow sein. Kommt natürlich auf die Rechnerkonfiguration drauf an, wenn man die Horizon-Landezone anfliegen soll. Aber zunächst begeben wir uns mal in die Karte nach Crusader und in die erste Raumstation, die es im Star Citizen gab. Und da machen wir mal einen kurzen Sprung nach Port Olisar. Nicht so weit entfernt. Port Olisar war ja noch ein bisschen ein anderes Konzept. Ist ein bisschen ein Überbleibsel von einer quasi alten Version von Star Citizen. Früher ist man immer auf Port Olisar gespawnt. Genau. Und jetzt wollen wir uns erstmal eine Landerlaubnis holen. Ich weiß noch nicht, ob wir da wirklich ran landen, aber eine Landerlaubnis ist schon mal nicht schlecht, denn da respawnen wir dann immer auf Port Olisar. So, gucke ich mir erstmal hier um. Ich drehe mich aktuell, ist egal. Menü, Comms, Landeservice. So. Please proceed to assigned landing bay. Genau, da können wir jetzt landen. Beziehungsweise wir fliegen mal ein bisschen näher ran, auf jeden Fall. Port Olisar, wer meine alten Folgen kennt, kennt das Ding zu Genüge. Also hier ist noch eine Raumstation, in der es tatsächlich Luftschleusen gibt. Die neuen Raumstationen haben ja alle Kraftfelder, die irgendwie den Sauerstoff zurückhalten. Und hier muss man noch durch die Luftschleusen. Nichtsdestotrotz ist Port Olisar als Raumstation oder als Startpunkt sehr angenehm, weil es eine Raumstation der kurzen Wege ist. Man kommt halt hier überall gut hin. Ich lege mal Rückwärtsgang ein, dass wir uns das schön angucken können. Ja, hier außen, man sieht langsam rotierende Ringe. Ja, natürlich die Frage gibt es auch auf anderen Raumstationen. Rotierende Ringe. Warum rotieren die? Ne? Man kann natürlich durch Zentrifugalkraft eine gewisse Schwerkraft erzeugen, ne, die nach außen quasi wirkt. Nichtsdestotrotz haben sie in Star Citizen Universum ja die Schwerkraft beherrscht bzw. gemeistert, also künstliche Schwerkraft, sodass überall Schwerkraft herrscht, wo man das gern möchte. Zum Beispiel auf diesem Pad da unten herrscht Schwerkraft, ohne dass sich irgendwas dreht. Tja, da fragt man sich, warum sich diese Ringe drehen. Ne? Aber es sieht natürlich cool aus. Port Olisar. Ja, ganz konsequent ist das nicht, ne, mit den Luftschleusen. Mal gibt es welche, mal gibt es keine. Auf Planeten gibt es grundsätzlich welche in den Gebäuden. Also in den Außenposten, will ich mal sagen. Ja, in den Raumstationen gibt es die jetzt, außer hier und auf Grimhex, nicht mehr. Da geht man einfach zum Fahrstuhl, läuft da durch eine Barriere und ist dann plötzlich im Sauerstoffumgebung. Tja, dann braucht man eigentlich die Luftschleusen nicht mehr. Gut, aber wir wollen uns hier bei Port Olisar nicht lange aufhalten. Wir wollen jetzt wieder weiterfliegen. Und zwar wollen wir, da Crusader aktuell noch nicht anfliegbar ist, uns den Mond Yela mal anschauen. Yela, glaube ich, der erste, auf den ich angeflogen bin jemals. Einer der ersten, der im Spiel war. Karte wieder zu. Und
Und auch recht hübsch, wie ich finde. So. Ein kalter Mond. Mit natürlich der Raumstation Grimhex im Asteroidengürtel. Und Grimhex konnte man früher nicht anspringen. Es war also nicht markiert. Man musste ungefähr wissen, wo sich das befindet und sich dann durch diesen Asteroidengürtel, der hier außen rum ist, durchtasten sozusagen, bis man es gefunden hatte. Im Asteroidengürtel gibt es auch noch eine andere Sache, dieses Art Stonehenge aus Big Bennys Maschinen. Hatte ich auch mal eine Folge gemacht, wie man da hinkommt, beziehungsweise was da ist. Aber heute soll es mal um Jela gehen und da fliegt man jetzt einfach mal runter. Jetzt geben wir mal Gas und ich würde mal Vollschub geben, damit wir uns dem Ganzen relativ schnell natürlich nähern. So. Jela natürlich auch durch den Ring besonders schön. Vielleicht tun wir mal nicht ins. Ich bremse nochmal ab. Vielleicht gehen wir mal auf den OM-Marker, wo man das ein bisschen besser sieht. Sind wir zwar dann weiter draußen. Allerdings haben wir gerade die Sonne schön hinter uns. Das ist nicht verkehrt. Come Array. Daymar. So weit waren wir nicht weg. Da kommen wir her. Wir eigentlich nur noch ein Stück in den Asteroidengürtel rein. Na gut, wir nehmen mal den OM6 hier. So, da ist der Asteroidengürtel. Und hier ist natürlich jetzt Nacht. Mal hier noch ein bisschen von der Seite. Und jetzt versuchen wir mal in den Pool einzuspringen. Also irgendwo da oben. Gucken. Genau, OM2. So, gucken wir, wie da die Beleuchtungsverhältnisse sind. Und jetzt kann man schön natürlich auf den Ring drauf gucken. Ne? Hoppla. So. Und das sieht natürlich recht hübsch aus, ne? Diese Ringe. Aktuell der einzige Mond-Planet mit einem Ringsystem. So, jetzt gib mal Gas, gehen wieder rein. Und fliegen jetzt mal runter. Noch nimmt Geschwindigkeit zu. Ich kann ja mal ganz kurz. Gut. Also wir haben 1000 erreicht, 1004. Viel schneller wären wir mit der Freelancer nicht. Na, genießen wir mal den Anflug. Versuchen, kleine Kameraschwenk zu machen. Man kann natürlich auch den Außenposten dort direkt, irgendeinen Außenposten direkt anspringen. Aber wir wollen mal eine Stelle besuchen, wo bisher noch niemand seinen Fuß hingesetzt hat. Aller Wahrscheinlichkeit nach. Weil die Monde sind so groß, dass es eher unwahrscheinlich ist an einer x-beliebigen Stelle, dass da schon mal jemand gewesen ist. Ne? So, die Berge treten deutlicher hervor. Unter uns der Pol. An Polen ist es genau wie in Kerbal Space Program an Planeten meistens so, dass es da große Verwerfungen gibt, wenn man genau den Pol erwischt. Also riesige Bergketten, die merkwürdig aussehen. Aber die werden natürlich jetzt auch nicht so schön im Licht, von daher gehen wir lieber hier runter und man sieht jetzt schon mehr Oberflächendetails. Ja, jetzt können wir langsam wieder reingehen. Die Höhenanzeige haben wir noch nicht.
Aber das wird auch nicht mehr sehr lange auf sich warten lassen. Wahrscheinlich sieht man dann, wenn wir gelandet sind, die Ringe nicht mehr. Wir müssten nur weiter vorfliegen. Weil wir noch sehr polar aktuell sind. So, jetzt würde ich auch doch mal nach innen gehen. Und jetzt haben wir eine Höhenanzeige. Dann nehmen wir ein bisschen Geschwindigkeit raus. Na, ja. Ja, gut, 1 Kilometer. Also wir hätten fast geschafft, uns hier in den Boden zu rammen. Aber es ging noch. Man sieht, die Scheiben vereisen ein bisschen. Ja, und jetzt gucken wir uns das mal ein bisschen an. Natürlich müssen wir auch wieder ein bisschen Gas geben, dass wir was erkennen können. Vereiste Oberfläche. Und hier sind die Schatten sehr lang, weil man ziemlich am Pol ist. Die Sonne also sehr niedrig steht, selbst am Mittag. Und hier scheint es auch wieder Wetter zu geben, was mich in den letzten Folgen immer verfolgt, wenn ich schöne Bilder machen möchte. Immer irgendein merkwürdiges Wetter, was dem zuwider handelt, sozusagen. So, ich habe schon wieder ein bisschen Gas. Ah, das Crusader auch nicht schlecht. Ja, viel Weiß, also Schnee, ob es jetzt Wasserschnee ist, weiß ich gerade nicht. Grau aktuell, Stein, und es gibt auch blaue Gegenden. Ja, wo das alles ein bisschen schön bläulich halt aussieht, der Untergrund. Wir suchen uns jetzt mal einen geeigneten Landeplatz und dann gucken wir mal, wie lange wir hier draußen überleben können. Aber leider ist das Wetter wieder mal nicht so gut. Zumindest würde ich nicht im Schatten landen, sondern eher in der Sonne. So, hier mal die Kurve, fliege ich mal noch ein bisschen. Hier vorne ein kleiner See oder was? Ja, aber ist doch eine schöne Eiswüste hier. Kann ich vielleicht sogar noch ein bisschen Geschwindigkeit zulegen. Moment, hier wollte ich nochmal schauen, was das hier drüben ist. Man sieht, jetzt slide ich ein bisschen seitlich. Eine schwarze Fläche. Ja. Eis, wie es aussieht, ne? Und jetzt wieder Richtung Crusader. Und dann suchen wir uns einen Landeplatz. Und ich könnte auch einfach mal auf so einer Eisfläche natürlich landen, ne? Es muss ja nicht immer in die Berge gehen. Ah, dort vorne die Berge, die sehen schon ganz gut aus. Das probieren wir mal. Beziehungsweise es geht gerade der Schneesturm wieder los. Vielleicht können wir noch eine Stelle finden, wo es nicht ganz so stürmt.
So. Wenn man hier halt noch ein Stück weiter fliegt, dann tauchen dann dort irgendwo im Horizont die Ringe auf. Ne? So. Leicht hier irgendwo Übergang zwischen Weiß und Schwarz. Bin mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht doch, wo wir ein bisschen hochklettern können, damit wir ein bisschen eine Aussicht haben. Der Berg dort vorne sieht ganz beschaulich aus. Da fliegen wir jetzt hin. Muss ich sagen, das legen wir jetzt mal fest. Der Berg dort wird es direkt vor uns. Ja, der Freelancer lässt sich eigentlich ganz gut fliegen. Aktuell, ne? Das verändert sich ja auch immer mal. Nee, das sollte nicht geschehen. Ja, und nachdem die Freelancer Bekanntschaft mit dem Bergafjäger gemacht hat, bin ich jetzt mal mit der 100i unterwegs. Man sieht, die ist irgendwie nicht ganz heile, aber sie fliegt trotzdem. Also ich bin mir keiner Schuld bewusst, warum die jetzt hier so zerstört aussieht. Ich habe mit der nie Kämpfe gemacht, weil sie ist überhaupt nicht für einen Kampf geeignet. Also ist in meinen Augen nicht das beste Starterschiff. Nichtsdestotrotz fliegt ganz gut und jetzt sind wir damit unterwegs. Jetzt suchen wir nämlich mal, was das dort für Seen sind und da lande ich mal auf dem See. Habe ich mir jetzt ausgedacht. Dann nehmen wir diesmal keinen Berg, sondern den See. Und das nächste Mal ist der Freelancer dann auch wieder bereit. Diese Waffen dort, die solche Nadelschüsse machen, die machen kaum Schaden. So, versuchen wir mal etwas schon mal eher runter zu gehen mit der Geschwindigkeit. Und dann versuchen wir mal den See anzufliegen. Natürlich auch nicht zu langsam. Ne? Vielleicht auch so einen kleineren. Fünf Kilometer. So, und jetzt tun wir das Fahrwerk raus. So. Jetzt können wir auch hier auf dem Grat landen, ne? Und dann gucken wir uns das mal an. Mal sehen, wie lange man hier lebendig durchhält. So. Ja, jetzt sind wir unten. Hier sieht man den Schaden nochmal, wie immer der entstanden ist. Ah, sieht nicht sehr gut aus, ne? So, nichtsdestotrotz mal jetzt erstmal die Triebwerke aus. Wenn ich es finde, da war's. So, jetzt fahren wir zurück.
Dann gucken wir uns das alles mal von draußen an. Auch 0 Grad, es geht. 0 Grad ist okay. Dort oben sieht man ganz schwachen Ring. Ich glaube, nachts wird er dann deutlicher. So, und zwar mal runter zum See stiefeln. Zum Strand sozusagen. Trotz der Temperatur 0 Grad gibt es, glaube ich, auf Jela kein flüssiges Wasser. Aber wir können uns ja gern gleich vom Gegenteil überzeugen lassen. Vielleicht ist es ja gar nicht gefroren. Doch, sieht gefroren aus, oder? Ja. Okay. Dort ist eine hohe Steilwand. Und dort drüben eine lustige Felsformation, die wir uns jetzt... Ui, warum sind wir gerade gerutscht? Sag, ich breche hier nicht ein. Und ich gehe mal wieder die Innenansicht, damit ich sehe, ob ich einen Herzstillstand kriege oder nicht. Gut, gucken wir uns mal dort vorne die Felsen an. Oh, ich glaube, jetzt bin ich wieder ausgerutscht. Aber wir sind ja gleich über den See drüber. Der Helm beschlägt schon langsam. Und jetzt scheint auch wieder schlechteres Wetter zu werden. Ja. Immer wenn wir was betrachten wollen, wird das Wetter schlechter. So, jetzt muss ich ein bisschen langsamer gehen. Okay, die Felsen sehen doch interessant aus. Schön. Jela, wie gesagt, Jela, eine kalte Welt. Wir können nochmal nach der Atmosphäre schauen, wie die hier beschaffen ist. Ich wollte nur mal außen rum gehen, ob man hier auch irgendwie oben drauf kommt. Das Ganze. Die ganzen Felsen. Also da wäre es theoretisch schön, aber es ist zu hoch, da komme ich nicht drauf. Aber vielleicht hier irgendwo schräg? Nee, zu steil. Klotzige Felsen. So, jetzt stellen wir uns hier mal vor das Felsmassiv und gucken nochmal auf unser Mobiglas. Sauerstoff 100%, aber keine Atmosphäre. Passt nicht so richtig zusammen, ne? Aber wahrscheinlich die Restatmosphäre, die man überhaupt hat, ist reiner Sauerstoff. Okay, dann würde ich sagen, das war unser Jela-Ausflug für heute. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann einen anderen Mond hier an. Ich hoffe, mein Visier, das friert jetzt immer mehr zu. Und nächstes Mal nehmen wir wahrscheinlich wieder ein anderes Schiff. Gut, bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer Astronier. Und vielleicht kann ich ja, wenn ich die reclaime, die Origin 100i, dann gleich den Schaden beheben. Ne? Also macht's gut. Tschüssi.